Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Soko Disco Box von Dardan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Soko Disco von Dardan, das Ganze am 5. Juni erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das zweite Album von Dardan. Wir werden als erstes mal die Folie aufschneiden. Einmal hier einstechen. Und dann schauen wir uns das an. So, wir haben hier eine hellblaue Box. Hier oben lesen wir einmal den Albumtitel Soko Disco Studio Album. Label Hypnotize Entertainment, published by Universal Music Germany. Dann haben wir hier noch so ein entzündlich Warnsymbol, also so eine Flamme. Und links daneben noch die Spirale, das Logo von Hypnotize. Dann haben wir Dardan hier abgebildet in so einem Comic-Stil. Und ja, sieht so aus, als würde er hier so eine Weste tragen, wie so eine taktische Weste. Und ansonsten hier jede Menge Wasser, also ich glaube so zu dieser ganzen Drip-Thematik hier entsprechend angelehnt. So, blau rundum, ebenso diese Wassertropfen und auf der Rückseite Soko Disco Barcode Beteiligte. Gut, dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine reguläre Clubbox. Als erstes haben wir hier einmal ein Shirt mit dabei. Dann haben wir ein Poster. Das Album an sich, einen Mundschutz und eine Autogrammkarte. So, es gab noch die Chance auf einen weiteren Boxinhalt, den kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil ich ihn ja nicht mit in der Box drin habe. Aber es gab in allen Boxen, es gab insgesamt eine Auflage von 5000 Stück und in einer dieser Boxen war noch ein USB-Stick. Und dieser USB-Stick, der beinhaltet 5 Bitcoins. Und das ist in der heutigen Zeit einiges wert, denn Stand heute steht Bitcoin so circa bei 8.500 Euro. Bedeutet, wenn man davon 5 Stück bekommt, dann hat man mal easy 40.000 Euro, etwas mehr. Ja, wie gesagt, leider bei mir nicht dabei. Falls ihr den USB-Stick bei euch vorfindet, Glückwunsch. Bin gespannt, ob sich da irgendwo ein Gewinner, ein glücklicher Gewinner meldet. So, als erstes haben wir hier das Album an sich. Kommt hier in einem Super Jewel Case. Das Cover wie auch schon auf der Box. Auf der Seite auch wieder in Blau mit dieser Tropfenoptik. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 21 Tracks an der Zahl. Features mit dabei von Sio, Enno, Noah, Patron, Wesel, Monet und ja, ich glaube, dass... Nein, Loredana ist ja auch noch mit dabei. Okay, dann schauen wir mal rein. Übrigens, Barcode gibt es hier keinen, denn das Album regulär gibt es so nicht zu kaufen, sondern wirklich nur in Kombination mit der Box oder eben digital, aber rein das Album physisch gibt es nur in der Box. So, wir schauen mal ins Booklet. Fotos von Dardan hier beim Aufnahmeprozess. Weitere Fotos. Dann haben wir hier die Features und die Infos, wer hier wo verlegt wird. Dann die gesamte Tracklist nochmal im Überblick, 21 Stück. Und dann haben wir hier noch die Album-Credits. Gut, so sieht das aus. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, Wasser, Drip-Optik schon wieder, ebenso dahinter. So viel zum Album. Als nächstes haben wir hier mit dabei ein T-Shirt. So, das Shirt kommt in Schwarz, Größe, soweit ich weiß, L. So sieht das aus, Hypnotize Entertainment,
Dann lesen wir hier noch Dardan, Sokurisco, dann Flammensymbol, Hypnotize Entertainment Spirale und dann auch noch so ein Recycling-Symbol. So, dann hier die Tracklist. Was hier spannend ist, wir haben hier 21 Tracks nummeriert und hier auf dem Shirt sind einfach halt 20 Tracks. Also hat sich irgendwie einer verabschiedet. Ich schaue jetzt mal kurz, ob ich es auf Anhieb finde, welcher sich hier verabschiedet hat. Bellaciao, Aventador. Track Nummer 11 hat sich hier verabschiedet. Und zwar haben wir hier Alexander McQueen und Favela ist Nummer 10. Und hier haben wir dann Nummer 12 Aventador auf Nummer 11. Also Alexander McQueen ist hier nicht mit abgedruckt. Eventuell gab es irgendwie Probleme, so von Markenrecht, Copyright, was auch immer, dass man das hier nicht aufdrucken durfte. Okay, spannend. Dann die Rückseite, ebenfalls in schwarz. Und wir haben hier dann es zu tun mit einem Gilden Softstyle in der Größe L. Das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. So, wir packen das Shirt wieder zusammen. Und kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei ein Poster. So. So sieht das aus. Einmal hier da dann auf der Bühne. In der Mitte lesen wir wieder den Albumtitel hier in weiß. Soko Disco. Und es sieht hier eben nach einem Live-Auftritt aus. Sieht nach einem Konzert aus. Hier haben wir die ganzen Handys im Publikum. Hier oben dann auch so die Spotlights, also die Bühnenbeleuchtung. Das Ganze im Querformat und schwarz-weiß. Und auf der Rückseite haben wir noch ein Bild, noch ein Motiv. Hier haben wir da dann in einem schönen Garten auf einer Terrasse stehend. Hier vor einem riesen Pool. In diesem Pool lesen wir dann auch wieder Soko Disco. Und diese Seite ist dann etwas farbenfroher als die Rückseite. Also beidseitig bedruckt dieses Poster. Beide Seiten im Querformat. Dann packen wir das Poster auch wieder zusammen. Kommen zum nächsten Boxinhalt. Und zwar haben wir hier mit dabei eine Autogrammkarte. Die ist im Hochformat. Hier haben wir da dann abgebildet mit so einer recht interessanten Jacke. Hier dann der schwarze Schriftzug DA. Viel mehr kann man hier nicht entziffern, aber es ist natürlich die Unterschrift. Und links Soko Disco und auf der Rückseite blank weiß. So, und als letzten Boxinhalt, passend zur derzeitigen, noch immer andauernden Corona-Krise und den Mundschutzverordnungen, haben wir hier in schwarz und weiß so einen Mundschutz, so einen Mund-Nasen-Schutz. Hier lesen wir Zuffenhausen, Dardan, Soko Disco, Hypnotize Entertainment, Soko Disco, Dardan, Soko Disco, Hypnotize Entertainment. Also alles doppelt und dreifach hier abgedruckt. Innenseite glatt schwarz und es ist so eine Stoffmaske. Ja, die Träger an der Seite sind elastisch, damit man die hier schön um die Ohren kriegt. Und dann kann man hier im Alltag mit Soko Disco in der Fresse rumlaufen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Maske, dieser Mund-Nasen-Schutz. Dann haben wir das Poster, beidseitig bedruckt im Querformat. Die unterschriebene Autogrammkarte, ebenfalls im Hochformat. Nicht ebenfalls, sondern im Hochformat. Dann natürlich das Shirt in der Größe L, also das war Unisize, das gab es nicht in verschiedenen Größen zur Auswahl. Und natürlich das Album an sich, Soko Disco, im Super Jewel Case mit insgesamt 21 Tracks. Ja, wie gesagt, den USB-Stick konnte ich euch leider nicht zeigen, aber er ist in einer der 5000 Boxen angeblich auch noch dabei. Gut, das alles
in dieser wunderbaren Box Soko Disco von Dardan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dardan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.